Wunderschönen guten Abend allerseits. Ja, im Intro schon Soundprobleme, so fängt das richtig gut an. Für eine Soundbox ist das richtig geil. Ich hoffe aber, dass ihr zumindest das jetzt gehört habt. Das wäre relativ blöd gewesen, jetzt einfach nur mir zuzuschauen, wie ich einfach auf Tasten haue. Das bringt nichts. Also, Musik, ja, klingt ja so. Musik war da, super. Ja, ich begrüße euch zu meiner Soundbox hier bei Whoop TV. Es sind schon viele Leute da, das ist richtig cool. Ich bin froh, dass ihr den Sonntagabend für mich freigehalten habt und mit mir zusammen ein bisschen Musik machen wollt. Das ist richtig cool. Eins vorweg. Im letzten Stream wurde eine Idee aufgebracht, die ich aufgenommen habe und versuchen möchte, in diesem Stream umzusetzen. Das heißt, dieser Stream wird ein bisschen anders wie die anderen Streams, die ich gemacht habe. Und zwar wurde vorgeschlagen, einen Community-Song zu machen und dass dann die Leute Videos reinsenden und dass wir dann irgendwie was zusammenschneiden. Und da habe ich mir gedacht, einen Community-Song, das wäre langweilig, wenn ich einfach irgendeinen Song schreiben würde mit irgendeinem Text dabei und den dann dahin stelle und sage, so, das ist unser Community-Song. Oder ein Community-Song von Whoop. Das fände ich ein bisschen langweilig, deshalb habe ich mir gedacht, Community-Song, warum machen wir nicht einfach alle zusammen, zumindest im Rahmen des Möglichen, einen Song. Das heißt, wir schreiben heute, wenn es klappt, hoffentlich zusammen einen Song, ein Lied. Deshalb habe ich das Setup ein bisschen umgeändert. Normalerweise steht dieses Klavier dort in der Ecke und ich drehe mich dann immer um, zeige euch meinen bescheidenen Rücken und spiele dann dort entweder Klavier oder vielleicht umgedreht Gitarre für euch. Und heute habe ich mein Klavier hier hingepackt und das heißt, ich kann spielen und euch gleichzeitig in die Augen gucken. Hoffentlich, wenn ihr auch dahin guckt. Und ja, den einigen ist es dann definitiv schon aufgefallen, eine neue Einstellung. Ja, die soll nicht unbedingt so bleiben. Das ist jetzt mal für diesen Stream. Und ja, ich hoffe, es wird interessant für euch. Ich finde es ein cooles Experiment, das mal so zu versuchen, mit Leuten zusammen einen Song zu schreiben. Es wird auch gleich so eine Art Making-of, weil man dann sieht, wie man einen Song zusammenbaut und vielleicht auch sogar ein Tutorial. Und ich werde euch nachher mein Aufnahmeprogramm zeigen im Hintergrund. Und dann seht ihr auch ein bisschen, wie das funktioniert, mit meinen bescheidenen Kenntnissen Aufnahmen zu machen. Und wenn ihr da halt Fragen habt, könnt ihr natürlich auch Fragen dazu stellen. Und soweit ich die Möglichkeit habe, sie euch zu beantworten, werde ich das natürlich auch machen. So, jetzt gucken wir mal in den Chat. Es sind schon sehr viele Leute da. Hallo, wer war der Erste, der da war? Ich habe keine Ahnung, es sind alle da. Hallo Suna, hallo Nina, hallo Andy, hallo Elle aus dem Urlaub, hat sie reingeschaut. Das finde ich richtig, richtig toll von dir. Hallo Bernie, habe ich gesehen. Bernie ist da. Richtig cool. Sue ist da. Hallo Schatz. Und Maxine ist da, hallo, dass du es geschafft hast, finde ich auch richtig cool, vielen, vielen Dank, super. Dann haben wir noch, dann gucken wir mal, was sie so geschrieben hat, neue Einstellung, Gleis, genau, vor allem kommt es einfach noch geiler rüber, den Stream draußen neben dem Pool richtig angenehm, Temperaturen schauen. Ja, die Temperaturen bei mir hier drin sind auch schon wieder super angenehm, ich habe die ganze Zeit jetzt bis vor 10 Minuten gelüftet. Und trotzdem ist es schon wieder, keine Ahnung, 50.000 Grad heiß oder so. Wie in Mordor. Das war jetzt schon mehr, du bist wieder ein bisschen alles umgestellt. Ja, ich habe wieder ein bisschen alles, nur ganz ein bisschen was umgestellt. Ich habe definitiv nur das Keyboard hier hingestellt. Warum sie fragt, wieder mal alles umgestellt. Ich habe gestern, war es gestern, keine Ahnung, habe ich versucht, das Keyboard unter den Tisch zu stellen, dass ich das irgendwie permanent so lassen kann, aber das hat gar nicht geklappt. Da brauche ich wohl einen neuen Schreibtisch. Das wird also nichts. Also heute steht es hier. Ich werde es dann wieder dahin stellen und wie gesagt, wenn der Stream euch gefällt und ihr nochmal sowas haben möchtet, wie wir heute machen, dann könnt ihr mir das gerne mitteilen. Dann machen wir das gerne nochmal. Ansonsten machen wir es nicht mehr und machen wieder andere Streams.
Schnucklig heiß, genau. Es ist schnucklig heiß. Nina war so ein bisschen hinter, nicht geschadet. Ja, aber nicht meiner. Mein Hintern, ja, manchmal tut es mir leid. Ich habe halt nicht so, ja, keine Ahnung. Es war ja nie geplant, dass ich eigentlich auch im Stream Musik machen sollte irgendwann mal. Das heißt, mein Büro/Studio ist nicht so geplant, dass das alles, ja, dass das so zusammengestellt ist. Das machen wir aber. Jeder Hintern ist ein guter Hintern. Okay, gut. Ja, ein bisschen Musik haben wir schon gespielt. Ich kann euch ja jetzt nicht nur einfach keine Musik geben, also habe ich ein bisschen was so gemacht. Jetzt schalten wir mal um und zwar auf diese Ansicht. Tada! So, das ist mein Spiel für heute. Hier seht ihr mein Aufnahmeprogramm mit den verschiedenen Spuren. Und was wir heute zusammen machen, ist, wie gesagt, einen Song schreiben. Ihr gebt mir Input, so Sachen wie, welchen Musikstil soll das Lied haben? Oder wünscht ihr euch, welche Instrumente würdet ihr euch vielleicht wünschen, die im Lied vorkommen sollen? Vielleicht habt ihr eine Idee für eine Melodie oder sowas. Das können wir dann auch schauen. Und dann versuchen wir das so zusammenzubasteln. Das heißt, ihr seid gefragt, ihr dürft mitmachen. Ich hoffe, ihr macht mit und gebt mir genug Input, dass wir hier was zusammenbasteln können. Zuerst will ich aber euch mal zeigen, was ihr hier so seht. Wie gesagt, wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr da auch noch gerne was fragen. Im Prinzip ist es ja so, in einem Studio werden die verschiedenen Instrumente auf verschiedene Spuren aufgenommen. Das heißt, wenn man eine Band hat aus 5 Mitgliedern, dann haben wir Gesang, Gitarre, Bass, Keyboards und Schlagzeug, bekommen alle Instrumente Minimum eine Spur. Meistens sind es mehrere Spuren, vor allem die Drums haben sehr viele Spuren und die sehen wir dann halt hier. Jetzt ist es so, jetzt seht ihr hier schon, ich habe die schon Piano genannt, weil ich arbeite mit diesen sogenannten virtuellen Instrumenten. Das heißt, diese Tastatur, die ich hier habe, ist definitiv nur eine Tastatur. Es ist wie ein Computer-Keyboard eigentlich, also eine Tastatur, die Befehle rausgibt. Das heißt, wenn ich jetzt diese Taste drücke, dann gibt das an den Computer ein Signal, das sagt, er spielt diese Taste und er spielt sie so fest. Wenn ich die so mache, ist sie leiser und so ist sie lauter. Das heißt, hier seht ihr das Instrument, was ich ausgewählt habe, ein Flügel. Das wird jetzt gerade angesteuert von meiner Tastatur. So. Der Vorteil davon ist, wenn ich jetzt die Spur wechsle auf zum Beispiel das E-Piano, hier habe ich ein E-Piano eingestellt, das sieht dann so aus. Dann klingt, wenn ich meine Tastatur benutze, das Ganze so. So. Entschuldigung, ich habe immer noch Husten, keine Ahnung warum. So klingt es dann. Und dann haben wir, um euch mal zu zeigen, wie das mit den Aufnahmen funktioniert, habe ich einfach mal ein Instrument ausgewählt, so ein komisches Pad nennt man das. Das legt halt so eine leichte Hintergrundstimmung. Und sagen wir hätten jetzt festgelegt, okay, wir machen jetzt ein eher Soul-jazziges Lied, dann würden wir das jetzt zum Beispiel so aufnehmen. Ich habe das Metronom eingestellt, das klickt dann weiß ich immer, in welchem Tempo ich spielen soll. Dann drücke ich auf Aufnahme, er zählt einen Takt vor, also 4 Schläge und dann fange ich an aufzunehmen. Im Prinzip reicht das schon. Das, was ihr hier jetzt seht, sind die vorhin genannten Signale. Das heißt, das hier sind die beiden Tasten, die ich gedrückt habe. Der Vorteil davon ist, ich kann die manipulieren, so wie ich möchte. Zum Beispiel diese 2 Noten will ich jetzt nicht haben. Die, Moment, da fehlt aber noch was. Da hat irgendwas, okay, der hat irgendwas nicht aufgenommen. Auf jeden Fall, versuchen wir das nochmal.
So, Ella hat schon erkannt, das klingt nach chilliger Lounge-Musik. Sowas machen wir auch jetzt. Das heißt, wir haben das hier, nehmen wir weg. So, jetzt haben wir hier die Noten. Da sehen wir, die dauern bis dahin und da ist halt der Schlag. Jetzt können wir das quantisieren. Das heißt, wir schieben die Noten an die richtige Stelle. Wenn ich jetzt total daneben spielen würde, könnte ich das hier nochmal begradigen. So, und was ich jetzt, wir nehmen jetzt hier zum Beispiel kein Audio auf. Können wir das Metronom drin lassen? Ich mag's. Ja, das können wir auch drin lassen. Der Vorteil, was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe keine Audioaufnahmen gemacht, sondern halt nur diese Signale reingesendet. Und das ist das sogenannte MIDI-Format. Und der Vorteil davon ist, ich kann das jetzt einfach kopieren. So, das heißt, der spielt das jetzt so ab. Ich nehme das Metronom. Nein, ich nehme es richtig. So klingt das dann. Und so, jetzt haben wir eine Basis, zwei Akkorde. Es sind eigentlich nur zwei Akkorde, die sich immer abwechseln. Und jetzt ist die Frage, was nehmen wir als nächstes? Ich nehme dann immer gerne die Drums. So, das heißt... Ich find's auch geil. Ich bereite Drums vor und ihr findet das Metronom geil. Das finde ich auch cool. So, machen wir Drums dazu. So, das war jetzt scheiße. Warum? Weil es nicht wirklich im Takt war. Aber auch das kann man wiederum ändern, indem man das Ganze quantisiert. Ist eigentlich eine Fehlerbehebung. Versuchen wir mal, ob das klappt. So. Nein. Er hat nicht das gemacht, was ich wollte. Okay, dann, man könnte das jetzt einzeln ändern, das nimmt aber unheimlich viel Zeit weg, also machen wir das nochmal so. So. Besser? Ich habe keine Ahnung. Klingt doch gut, oder? So. Und dann ziehen wir das dahin. Und dann brauchen wir Bass. So, ihr braucht Bass, dann nehmen wir das auch auf. So, wir brauchen, glaube ich, mehr Orgeln. Ja, die Orgeln kommen auch irgendwann noch. Die kommen auch noch. So, das kommt weg. So. Also quasi kannst du total grottig spielen und mit dem Programm es dennoch gerade biegen. Ja, könnte ich theoretischerweise, und das wird auch heutzutage sehr, 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 sehr viel in Studios gemacht.
das halt klingt alles so total super perfekt in den Studios, weil sehr viel nachbearbeitet wird. Wenn man so mit MIDI aufnimmt, wie ich das jetzt mache, mit nur diesen Signalen, das geht natürlich hauptsächlich fürs Keyboard. Gitarre, Gesang und so weiter kann man eigentlich nicht so aufnehmen. Die Drums könnte man noch mit einem E-Drum so aufnehmen, aber im Prinzip macht man das auch besser trotzdem mit einem akustischen Schlagzeug. Aber da ist auch mittlerweile so vieles möglich. Man kann sogar beim Gesang, bei der Stimme die Töne gerade biegen, sagen wir mal so. Also wenn man sogar richtig grottige Sänger können im Prinzip durch eine Studioaufnahme richtig, richtig gut klingen. Leider. Aber so ist das halt. So, hören wir uns das Ganze mal an. Ich glaube, es ist aber ganz okay. So, Drums ziehen wir ein bisschen runter. Und dann haben wir unseren ersten kleinen Song, Mini-Song. Mit nur einer Struktur, zwei Akkorden und im Prinzip reicht es so. Lounge-Musik besteht oft aus nicht viel mehr als das. Dann kann man auch sowas hinzufügen. Gaming für den Follow. Das war quasi eine erste kleine Einführung, wie das funktionieren könnte. Im Prinzip wählen wir eigentlich jetzt einfach nur aus, wie machen wir das? Welchen Stil machen wir? Hättet ihr gerne was in der Richtung hier, was halt eher etwas chilliger ist? Oder gerne etwas Schnelleres oder gerne etwas mit Gitarre rockiger oder funkiger oder whatever. Ihr habt die Auswahl. Aber trotzdem, nochmal schnell rocklaut. Okay. Vielen, vielen Dank nochmal, LEA Gaming, fürs Folgen. Richtig, richtig cool. Ich finde es richtig cool, dass du dabei bist. Denitiv. Okay. Denitiv. Denitiv rockiger. Gut. Das ist.
Und das finde ich okay. Machen wir das mal weg. Das brauchen wir ja nicht mehr. Wenn ihr es rockiger haben wollt, dann schließe ich die Gitarre an, die E-Gitarre. Und wenn ich die E-Gitarre anschließe, heißt das, dass ihr dann auch die andere Art und Weise seht, wie man Sachen aufnehmen kann, sondern also Audio-Wavefiles. Da haben wir dann ein bisschen weniger Möglichkeiten zu bearbeiten. Ich bin auch kein riesiger Fan davon, diese Sachen zu bearbeiten. Mal schauen, ich bin für alles offen. Alles offen klingt gut. Gerne, ich finde sowas immer faszinierend. Was findest du faszinierend? Songwriting oder Musik im Allgemeinen oder? Funky Rock. Okay, krass, jetzt wird's schwer. Moment, ich hole mal die Gitarre. Meine wunderschöne Les Paul. Das ist ein Gitarrenmodell, die Gitarrenform. So. Mal schauen, ob wir die da reinkriegen. Also Audio, dann Mono In. Jetzt muss ich mir den richtigen Kanal raussuchen. Die Gitarre geht in den Kanal 5 rein normalerweise. Und dann hört man nichts. Das ist normal, weil man jetzt was hört. So. Wie Musik entsteht. Ihr klickt einmal hier, einmal da und dann bist du dort und zack, fertig. Ja, so ähnlich. So ähnlich. Es sieht danach aus, aber ich liebe es ja eher, dass man nicht einmal da klickt und einmal dort klickt, sondern dass man einmal hier spielt und einmal dort spielt und dann klingt es gut. Das Klicken danach ist eigentlich nur, damit es noch ein bisschen besser klingt. So, und ihr habt jetzt gesagt, rockiger geht, aber das hier ist noch nicht so rockig. Also nehmen wir uns wieder so ein VST-Plugin, wie man das nennt, diese virtuellen Instrumente, und dieses Mal nehmen wir einen virtuellen Gitarrenverstärker. So, einen virtuellen Gitarrenverstärker. Das ist relativ cool, weil dann brauche ich meine Gitarre nicht an einen Verstärker hier jetzt anzuschließen und so total laut zu spielen, dass mein Sohn und die ganze Nachbarschaft wach werden. Sondern ich mache das halt nur über den PC. Das heißt, die einzigen, die das hören, dieses verzerrte Gequietsche, seid ihr und ich. Jetzt haben wir zum Beispiel habe ich eine Emulation von dem Gitarristen von Rammstein. Das kann man jetzt noch heavier klingen lassen. Aber ja. Also, Maxine, das Lagerfeuerlied. Was? Lagerfeuerrock? Was ist Lagerfeuerrock? Das müsst ihr mir jetzt erklären. Was ist Lagerfeuerrock? So, ich glaube, ich nehme mal den. Der klingt komisch, oder? Hi, Cat, hallo. Oh mein Gott. Oder nehme ich dann doch lieber den? Nee? Oder den? Hi Michi, hi, Cat nochmal. Was machen wir denn? In der Richtung. Ja.
Dazu muss man sagen, beim Songwriting ist es ja meist so, dass man auch eine gewisse Struktur im Lied haben sollte. Das heißt im Prinzip, das 0815-Lied besteht meistens aus Minimum zwei Teilen, also Strophe und Refrain. Dann kommt, kann man auch ein Intro hinzufügen und dann das, was man noch so ein C-Teil oder The Bridge nennt, was so ein kleiner Übergangsteil ist. Aber im Prinzip braucht man halt Refrain und Strophe. Strophe ist dann das, was wo die Geschichte erzählt wird, sagen wir mal so. Und im Refrain geht dann die Luzi ab, da wird dann gesungen und getanzt und das kommt immer wieder. Ja, manchmal kommt auch bei einem klassischen Rocksong kommt natürlich auch ein Gitarrensolo rein. Ich bin aber nicht jetzt so der geilste Gitarrist, dass ich hier ein krass virtuoses Gitarrensolo reinschmeißen kann. Das tut mir leid. So, versuchen wir mal mit eurem geliebten Metronom. Wie ist das? Das ist ein bisschen langsam, oder? So, machen wir das Ganze ein bisschen schneller. So. Okay, oder hättet ihr es gerne schneller? Gebt euch mit dem zweiten geilen Gitarrensolo zufrieden. Das kann ich euch auch nicht geben. So Leute, helft mir. Ist es okay so oder wollt ihr es schneller haben? Ich zeige euch mal, wie das klingt, wenn wir schneller spielen. Wollen wir mal 100, Tempo 120. Schneller heißt schneller vorbei. Also eher langsam. Vorher war besser. Okay, dann machen wir wieder vorher auf 110. Okay, danke. Klappt schon mal. Finde ich richtig gut, dass das klappt. Dann versuchen wir das mal aufzunehmen, oder? Versuchen wir das mal, ob das klappt. Fehler! Schon haben wir einen Fehler gespielt. So, machen wir das nochmal. So geht das normalerweise im Studio. Okay. So, und was richtig cool ist, man kann das gleiche auch mit Audio machen. So, also. Das ist das, was wir aufgenommen haben. Und nur um euch mal zu zeigen, was wir eigentlich aufgenommen haben, das ist das Originalsignal, was wir aufgenommen haben. Und der Gitarrenverstärker ist eigentlich nur ein Effekt, der drüber liegt. Den kann ich an- und ausschalten. So, und jetzt, das klingt ja schon eigentlich ganz gut. Was aber jetzt gerne und sehr, sehr oft in Studios gemacht wird, weil den meisten, vor allem Gitarristen, das dann nicht fett genug klingt. Machen wir mal hier Gitarre links. Ups. Gitarre links und Gitarre rechts. So, warum Gitarre rechts und Gitarre links? Ja, das klingt alles so in der Richtung. Warum Gitarre links und Gitarre rechts? Was sehr gerne gemacht wird, damit das Ganze
breiter klingt. Man kann hier, und das hört ihr am besten, wenn ihr Kopfhörer auf habt, kann ich das Signal nach links auf das linke Ohr legen oder auf das rechte Ohr. Das heißt, man hört es dann nur im rechten Lautsprecher oder im rechten Kopfhörer und da halt nur im linken Kopfhörer. Warum? Ich lege das Signal jetzt rechts, weil ich das Ding rechts genannt habe. Und jetzt gehe ich hier zu diesem Kanal und da lege ich das Signal links. Warum? Jetzt mache ich hier nochmal das gleiche Plugin mit einem Gitarrenverstärker. Und wir hatten den, glaube ich. Nehmen wir jetzt zum Beispiel den. Okay, wir müssen das auch hören. So. So, jetzt hört ihr diese Gitarre nur links, was sehr komisch ist, aber wenn wir das Ganze jetzt aufnehmen, dann hört ihr eine Mischung aus beiden Gitarren. Die eine Gitarre links und die andere Gitarre rechts. Das gibt das Gefühl, dass die Gitarre um euch rum ist und es klingt unheimlich breit. Und das hört ihr hoffentlich, wenn es klappt, jetzt. So, wie gesagt, das sind Sachen, die ihr natürlich am besten hört, wenn ihr Kopfhörer auf habt oder halt gute Lautsprecher habt. Übers Handy oder so klingt das leider nicht so gut, aber das, ja. Also hier nochmal der Vergleich, so klingt es jetzt. Das ist die rechte Gitarre. Das ist die linke Gitarre. Ihr klingt das zusammen. Das sind halt so Tricks, die gerne im Studio gemacht werden. Deshalb sage ich mindestens eine Spur. Das ist jetzt eine Gitarre mit zwei Spuren. So klingt das dann breiter. Das sind so diese kleinen Tricks, die man gerne macht. Okay, sagen wir mal, das ist unser, das wäre eine Strophe, wo man dann Text reinsingen könnte. Wenn ihr schon eine Idee für einen kleinen Strophentext habt, der irgendwas mit Whoop zu tun hat, schreibt rein. So, was gehört noch zu einem Rocksong? Bass. Ihr habt vorhin schon gesagt, Bass, wir brauchen mehr Bass. Jetzt gibt's Bass. Beim Bass machen wir auch wieder genau das gleiche wie mit der Gitarre. Wir nehmen das ist jetzt Nummer 6 normalerweise. So, und weil Bass so relativ blöd klingt, ohne irgendwas, genau wie die Gitarre, einfach nur so, machen wir das gleiche hier mit dem Verstärker. Da haben wir zum Beispiel das. Wenn es klappt, es klappt nicht, dann jetzt. Das wäre zum Beispiel ein Vorschlag für einen Sound oder eher den. Oder etwas breiter. Oder? Ist es breiter? Nein. Jetzt. Keine Ahnung.
Naja, eine Story kann auch ein Songtext sein. Es ist oft so. Das gibt auch noch ein bisschen Verzerrung, aber ich glaube, das ist ein bisschen viel. Ich bin nicht gut in den Dingen. Doch, man muss nicht unbedingt immer in allem super gut sein. Man kann es ja auch anpassen. Wenn ihr eine Idee habt von Sätzen zum Beispiel, könnt ihr auch die Sätze einfach reinschreiben. Und ich kann die auch zum Teil anpassen, dass die dann zu Musik passen. So, ich glaube, das ist schon mal gut. Gucken wir mal, wie wir das hinzubekommen. Das? Willkommen an Schrei, Pommesgabel. Was? Alles klar, hier das Publikum an Schrei, Pommesgabel. Warum Pommesgabel? Kartoffelpommes, das ja. Alles klar, ihr Lutscher. Sowas in der Art? Alles klar, ihr Lutscher. Seid dabei. Sowas in der Richtung. Das klingt doch geil, oder? Ah, okay, das ist. Ist das die Pommesgabel? Okay, okay. Die Fresse, ich mach grad Abmoderation. Das ist auch geil. Es war doch Abmoderation. Aber das wäre auch geil. Halt die Fresse, ich mach grad an Moderation. Oder so? Na, na. Das wird geil. Oder was? Alles klar, ihr Lutscher. Halt die Fresse, ich mach grad eine Moderation. Und die geht folgendermaßen. Hallo, ihr Lutscher. Okay, ich glaube, das ist. Ist das okay? Mögt ihr das? Kann man das so machen? Das Wort Oktopode können wir irgendwo auch. Hallo, ihr Lutscher und Oktopoden. Ihr liebt es. Suna spricht einfach für alle. Wir lieben es. Okay, dann machen wir das. Ich gebe hier nochmal an, dass ihr wisst, was es ist. Und zwar Bass. Und dann versuchen wir das noch aufzunehmen. Oder sowas. Das ist nicht ganz genau das, was ich mir so vorgestellt habe. Da machen wir. Nein. Wo ist das Plugin? Da ist das Plugin. Das ist zu viel. Ah, das ist schon laut. Okay. So kann man das machen, oder? Thank you.
das schneiden wir weg, weil wir das nicht brauchen. Und dann hören wir mal rein, wie das ist. Wir können euch hören, ihr Lutscher. Ein Highlight aus dem King's Quest Stream. Hau mit dem Stock drauf. Also cool wäre natürlich, wenn wir es schaffen würden, ein paar entweder Highlights aus Streams oder wenn wir es schaffen würden, ein paar Highlights aus Streams oder Insider aus der Whoop-TV-Community oder sowas einzubauen. Das wäre richtig geil. So wie ihr es eigentlich jetzt schon gemacht habt, wie Hallo, ihr Lutscher. Oder halt die Fresse, ich mache jetzt Anmoderation. Das wäre so was Geiles, wenn wir das vor den Song setzen würden. Einfach so, halt die Fresse, ich mache jetzt Anmoderation. Und dann so. Sowas in der Richtung. So, im Prinzip haben wir jetzt das schon mal drin. Das klingt schon mal ganz gut. Was machen wir? Setzen wir noch was hinzu? Also das ist jetzt der Anfang. Wir werden das noch weiter ausbauen. Sagen wir mal, das ist Intro und Strophe. Okay? Und das Spiel, dessen Name nicht mehr genannt werden darf. Ich hab vergessen. Ich hab das so krass vergessen, dass ich komplett vergessen habe, welches es ist. Ich hab's so krass vergessen, dass ich vergessen habe, welches Spiel es ist. Aber es darf ja nicht genannt werden. Ach, okay. UT. Unser Trailmakers. Was fehlt noch? Was machen wir noch hinzu? Ich muss ja eigentlich Unequal Tequila. Ja, das klingt auch geil. Unequal. Ach, ich meinte gut. Ach so, sorry, gut. Will noch Unfug tun. Schlagzeug. Bestimmt auch. Wollte ich auch, hätte ich gehofft, dass ihr das als nächstes sagt, deshalb danke Maxine, aber ich werde Suna noch einen Wunsch erfüllen. Das muss ich jetzt finden, ich habe zu viele Instrumente hier drauf. Da. Unreal Tournament. Ach so, okay. Unreal Tournament, ja dann. Theremin? Ja, ich weiß. Also, ich weiß, das Theremin ist das, was Sheldon spielt, unter anderem, ja. Okay. Wie man darauf kommt. Ja, okay. Das könnte klappen, oder? Als Orgel. Ja.
das rein und zwar ab hier. Vorteil hier wieder, es ist MIDI, das heißt, wir können alles verändern, so wie wir es brauchen. Dieser Community, man nennt sie Hub, machen die Leute nur Unfunk. Okay, so ähnlich geht es, ne? Es wird geschrien, geflucht, gelacht, man hat die gneißen Lutscher niemals satt. Geil, Alter. Geht, so ähnlich. Peter kommt so langsam in Schwung. Peter? So, jetzt kommen wir zu Maxines Vorschlag. Das wäre doch eine geile, das ist eine coole Melodie, oder? Müsste eigentlich Tobi zum Einsatz kommen. Ja, wenn man nicht ganz so gut Drum spielen kann oder ein Drumset hat oder keine Ahnung, hat dieses Plugin hier eine sehr coole Funktion und zwar die. So, das heißt, ich kann hier mein eigenes Drumset und meinen eigenen Rhythmus einfügen. So, wir sind bei 110, haben wir das. Ich bin die Crash mal wieder in den Server. What? Ist der Max, der um die Kurve kracht, oder der Prell, der einfach jedes Spiel schafft. Oder so. Sei es der Max, der in die Kurve kracht, oder der Pre, der einfach jedes Spiel schafft. Kat und Marina hauen es mit dem Stock Platz und unser Anima bei Trailmakers ne ganze Stadt. Ah, geil! Geil! Hi Michi! Krass.
Ja, das stimmt. Sehr schade, Maxine. Aber egal, man kann ja auch immer andere Sachen. Normalerweise ist bei den Hooper Troopern alles fit. Doch manchmal gibt es gerne einen Rage Quit. Es klappt alles. Geil, Leute. Ihr macht das richtig gut. Ich finde es geil. So, was richtig cool ist, ich kann das einfach hier reinziehen. So, dann brauchen wir noch ein Fill oder ein Intro. Dann machen wir noch, also ein Intro kommt da noch rein. Nein. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Okay, mal, mal schauen, ob das klappt. So, und dann machen wir hier noch was. So, vielleicht klappt das. So, das ist doch okay, oder? Ich mach's wieder lauter. Können wir den auch rausnehmen? Das heißt, man macht meistens dann so und dann das da. Soundtarget, die es nie gab. Okay. Das machen wir nicht. Was immer geil ist, Undo. So. Das ziehen wir hoch. Oder? Dann klingt das vielleicht noch besser. Okay.
dann bauen wir hier auch noch ein Break ein, wie man das so schön nennt, also so ein Übergang. So, okay. Das ist ein bisschen sowas, was man basteln kann. Okay, Maxine, danke. So. Dann machen wir das wieder zurück. So und so und ja, keine Ahnung, macht nicht das, was ich will. So. Sona zeichnet alles, was passiert in ihrem Loch. Bonnie schlachtet Zombies ab oder gräbt ein Loch. Elle wurde das Quietschen einfach nur angeboren. Und rettet bei Rocket League so ziemlich jedes Tor. Eigentlich ist er ja ein Faker, der Ron. Es ist aber schon richtig krass, was du da machst. Also das muss ich ehrlich gesagt sagen. Richtig gut. So, richtig, richtig geil. Also, was wir bis jetzt haben. Das ist der Anfang. Und dann kommt. So, ab da kann man dann könnte man dann singen, ne? Das hier würde ich noch gerne rausschneiden. Vielleicht geht's so. Dann müssen wir schauen, wie lang das Teil wird. So, was haben wir? So, das wäre die Strophe. Das heißt, wir haben
Alter, er hat so viel gepostet, jetzt muss ich das alles wiederfinden. Da. Okay. Dieser Community, man nennt sie Whoop, machen die Leute nur Unfug. Okay, da müssen wir, da brauchen wir vielleicht noch was dazwischen. In dieser Community, man nennt sie Whoop, machen die Leute nur Unfug. Da fehlt noch was. In dieser Community, man nennt sie Whoop, machen die Leute nur Quatsch und Unfug. Es wird geschrien, geflucht und gelacht, doch man hat die gneißen Lutsche einfach niemals satt. Mein Max, der um die Kurve kracht, oder der Pre, der einfach jedes Spiel schafft. Kett und Marina hauen alles mit dem Stöckchen platt, und unser Andy baut bei Trailmakers ne ganze Stadt. Das klappt geil. Fit, doch manchmal gibt es auch mal gerne einen Rage-Quit. Neben den Streamern hätte es gedacht, ist auch die Community ziemlich auf Trap. Geil. Alt F4 kommen wir nicht weit, deshalb spielen wir manchmal gern mehr als nur zu zweit. Geil. Richtig cool. Was haben wir noch? Irgendwas mit Sonntags, die es nie gab. Sabbatanz gelesen. Duna zeichnet alles, was passiert in ihren Block. Bernie schlacht des Zombies ab oder gräbt sein Loch. Elle wurde das Quietschen einfach angeboren. Und der Ron, der rennt bei Rocket League ziemlich jedes Tor oder sowas. Verdammt. Bei Whoop, da wird es wirklich niemals fad. Zum Beispiel das Spiel, dessen Name ungenannt bleibt. Das wird schwierig, und die Sonntage, die es niemals gab. Okay, das ist schwieriger. Na, na, na. Bei Whoop wird es niemals fad. Zum Beispiel das Spiel, dessen Name ungenannt bleibt. Name ungenannt bleibt oder die Sonntag niemals gab. Oh, das ist krass. Als F4 kommen wir niemals weit, deshalb spielen wir manchmal gern mehr als nur zu zweit. Das ist geil. Das ist cool. Geil, oder? Damit kann man arbeiten. Leute, ihr seid geil. Das ist richtig cool. Dann machen wir noch Grumps. Und dann machen wir doch einfach mal das. Hoffentlich ohne, dass es abkackt. Hallo. Okay. Yeah, yeah, yeah. So, was war das Erste? Erste von alle, ich finde es nicht mehr. Okay. Community, man nennt sie Whoop, machen die Leute nur Quatsch und auch Unfug. Es wird geschrien, geflucht und gelacht, doch man hat die gneißen Lutsche einfach niemals satt. Dieser Community, man nennt sie Whoop, machen die Leute nur und Quatsch und Unfug. Es wird geschrien, geflucht und auch gelacht, doch man hat die gneißen Lutscher wirklich niemals satt. Oder? Ist das okay? Ist das okay? Na 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 na. Geschrien und geflucht und gelacht, doch man hat die gneißen Lutscher einfach niemals satt. In
dieser Community, man nennt sie Whoop, machen die Leute nur Quatsch und viel und Leute, irgendwas fehlt da noch. Wir müssen noch irgendwas da hinsetzen, dazu setzen. Ich weiß nicht was, irgendwas müssen wir noch dazu setzen, damit das klappt. Mit dieser Community, man nennt sie Whoop, machen die Leute nur Unfug. Das muss zum Schluss kommen, also. In der Community, man nennt sie Whoop, machen die Leute nur Unfug. Geil. In dieser Community, man nennt sie Whoop, machen die Leute nur Unfug, das tut der Seele gut. Ja, geil. Es wird geschrien, geflucht und auch gelacht, doch man hat die gneißen Lutscher einfach niemals satt. Geil, Maxine, siehst du, das geht doch. Geht doch. Geht doch. Also, versuchen wir das Ganze nochmal. Dieser Community, man nennt sie Whoop, machen die Leute nur Unfug, das tut der Seele gut. Es wird geschrien, geflucht und auch gelacht, doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. Okay? Sollen wir das mal so versuchen? In dieser Community, man nennt sie Whoop, machen die Leute nur Unfug, das tut der Seele gut. Es wird geschrien, geflucht und auch gelacht, doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. So, mal schauen, ob das das wurde. In dieser Community, man nennt sie Whoop, machen die Leute nur Unfug, der Seele gut. Es wird geschrien, geflucht und auch gelacht, doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. Ja. Okay. Wie findet ihr das? Das ist jetzt nur die erste Strophe, wir müssen das ja noch weiter ausbauen. Irgendwann wird es dann auch etwas weniger interessant, wenn da rumgebastelt wird. In dieser Community, man nennt sie Whoop, machen die Leute nur Unfug, das tut der Seele gut. Es wird geschrien, geflucht und auch gelacht, doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. In dieser Community, man nennt sie Whoop, machen die Leute nur Unfug, das tut der Seele. Es wird geschrien, geflucht und auch gelacht, doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. In dieser Community, man nennt sie Whoop, machen die Leute nur Unfug, das tut der Seele gut. Es wird geschrien, man
Wer fehlt noch, hat gerne. Ja, okay, es ist richtig, richtig krass mittlerweile. Warte ein bisschen lauter. So, okay. Ja, Michi verlängert sein Abo. Danke, Michi. Danke, danke. Richtig cool. Jetzt müssen wir noch rein. Michi verlängert sein Abo. Leute nur Unfug, es tut der Seele gut. Es wird geschrien, geflucht und auch gelacht. Doch man hat die Gneisenlutscher einfach satt. In dieser Community, man nennt sie Whoop, machen die Leute nur Unfug, es tut der Seele gut. Es wird geschrien, geflucht und auch gelacht. Doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. In dieser Community, man nennt. Uhu! Nein, den nehme ich. So, ich bin gleich, ich mach nur noch ein bisschen. Na, na, na. Man nennt sie Whoop, machen die Leute nur Unfug, das tut der Seele gut. Es wird geschrien, geflucht und auch gelacht, doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. In dieser Community, man nennt sie Whoop, machen die Leute nur Unfug. Und auch gelacht, doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. In dieser Community, man nennt sie Whoop, machen die Leute nur Unfug, es tut der Seele gut. Es wird geschrien, geflucht und auch gelacht, doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. Geschrien, geflucht und auch gelacht, doch man hat die Gneisenlutscher. Hi Pixel Tobi, hallo, sorry, ich konnte jetzt den Chat nicht so verfolgen. Community, man nennt sie gut, machen die Leute nur Unfug, es tut der Seele gut. Es wird geschrien, geflucht und auch gelacht, doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. In dieser Community, man nennt sie Whoop, machen die Leute nur Unfug, es tut der Seele gut. Es wird geschrien, geflucht und auch gelacht, doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. So, so hier müssen wir dann ein bisschen schneiden, und zwar das. Warum? Weil wir dann das machen können. Das Ganze verlängern. So. Verlängern ist immer gut, ne? Ihr mögt das. Es bleibt definitiv nicht beim Stream, aber ich weiß nicht, ob ich alles im Stream machen kann. Das wird dann vielleicht doch zu langweilig, oder? Gut, nicht weh. Und auch gelacht, doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. So. Oh, okay. Da ist irgendwas schief gelaufen. Ich hätte das da schneiden müssen. Undo Repeat. So. Da müsste ich splitten. So. Versuchen wir das nochmal.
So. Deutsch einfach niemals satt. Dann auch mal trennen. So. Und so. Dann haben wir das schon verlängert. So. Was? Das ist nicht das, was ich wollte. Der macht nicht das, was ich will. Das finde ich nicht cool. Das ist nicht cool. Aber egal. Yo. In dieser Community, Ace kommt zurück in den Schoß von Wu, Street Pokémon Mystery Dungeon und holt sich den Loot. Ace kommt zurück in den Schoß von Wu, Street Pokémon Mystery Dungeon und holt sich den Pokémon Mystery Dungeon und holt sich den Loot. Ace kommt zurück in den Schoß von Whoop, streamt Pokémon Mystery Dungeon und holt sich den Loot. Ihr seid richtig gut darin. Alter. Geil, was ihr macht. Shitty, shitty. So, sollen wir das, müssen wir das, dürfen wir das auch reinpacken? Shitty, shitty. Shitty, 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 shitty. Man kann das irgendwie so, diese scheiß Mücke, Alter. Fliege! So, Chidi Chidi. Chidi Chidi, 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 Chidi. Sollen wir noch eine zweite Stimme aufnehmen? Hi Tobi, Tobi ist da! Vorhin hätte dich... Ich hätte dich gebraucht vorhin für Drums. Du warst nicht da. Ich musste die selbst aufnehmen. Voll krass. Voll krass. In dieser Community Nancy Wu machen die Leute deinen Vogt. Es tut der Seele gut. Es wird geschrien, geflucht und auch gelacht. Doch man hat die gleichen Lutscher einfach niemals satt. Das kann man doch auch. Man hat die gleichen Lutscher einfach niemals satt. Hat die gleichen Lutscher einfach niemals satt. Man hat die gleichen Lutscher einfach niemals satt. Doch man hat die gleichen Lutscher einfach niemals satt. So, machen wir das. Auch gelacht. Doch man hat die gleichen Lutscher einfach niemals satt. So, und dann das Ganze nochmal. Mal nochmal, nochmal. Auch gelacht. Doch man hat die gleichen Lutscher einfach niemals satt. So. Und dann? Lacht, doch man hat die gleichen Lutscher einfach niemals satt. So und so, wieder dieser Trick mit links und rechts. Auch gelacht, doch man hat die gleichen Lutscher einfach niemals satt. Oder? Das ist gut? Was? Ich sing falsch? Was? Doch man hat die gleichen Lutscher einfach. Ich sing falsch? Was? Habe ich falsch gesungen? Was singe ich falsch? Was denn? Der Text ist doch so. Singe ich den Text falsch? Oder die Melodie? Oder was? Die Gneisenlutscher! Ja! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warum? Wie kommt. Ach, Entschuldigung! Danke, ihr hört mir zu. Es war ein Test. Ich wollte testen, ob ihr mir zuhört. Und das macht ihr. Super! Moment. Gelacht, doch ihr hat die gleißen Lutscher einfach. Doch man hat die gneißen Lutscher einfach nie. Okay, mein Gott, das ist fast wie ein Zungenbrecher oder sowas. Auch gelacht, doch man hat die gneißen Lutscher einfach niemals satt. So,
Und das Ganze nochmal hier. Es tut mir leid. Ich habe alles versaut. Auch gelacht. Doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. So. Ja, alles war einfach. Gelacht. Doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. So, ist es okay? Ist es besser? Seid ihr zufrieden, meine Mitsongwriter? Boah, das ist verdammt viel Arbeit, das fertigzustellen. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Das ist wieder Gneis. Danke. Danke, Bernie. Ich bin froh, wenn es wieder Gneis ist. So soll das sein. Oh, das ist verdammt viel Arbeit, so einen Song zu schreiben, ne? Octomaxi ist happy, das freut mich. Dann müssen wir auch noch Octomaxi mit reinbringen. So, dann hören wir uns das Ganze mal an, wie das bis jetzt klingt, oder? In dieser Community, man nennt sie Whoop, machen die Leute nur Unfug, das tut der Seele gut. Es wird geschrien, geflucht und auch gelacht. Doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. Habe ich aber richtig gesungen, oder? Doch man hat die Gneisenlutscher. Ja, okay. Gott. Ich habe Angst, alles kaputt zu machen. Dann noch ein bisschen weniger. So. Doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. So, ich frage mich, ob man die Gitarre nicht irgendwie. In dieser Community, man nennt sie Whoop, machen die Leute. Der macht nicht das, was ich will, das finde ich doof. Oder? Unfug, das tut der Seele gut. Es wird geschrien, geflucht und auch gelacht. Doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. Oh, Gneis. Ich find's Gneis. Ihr macht das richtig geil. Die Beardy Boys seht ihr oft spät mit einer legendären Apex-Aktivität. Alter, was da alles zusammenkommt. Richtig krass. Cool wäre, wenn es eine Frauenstimme mit bei wäre und zum Beispiel beim Gneisen Lutscher den Akzent setzen würde. Das wäre geil. Fände ich geil. Fände ich cool. Freiwillige vor. So, schon geht's los. Elle, wie wär's mit einem Frauenchor? Sue, Elle, Suna und Maxi. Ne? Das wäre doch geil, oder? Wie nein, danke. Ich muss gehen. Jetzt geht's los. Also natürlich können Kat und Marina zum Beispiel auch mitmachen. Das wird schwieriger, weil es ein bisschen weiter ist, um hierher zu kommen und das aufzunehmen. Aber sonst, dafür ist die zu grottig. Was ist zu grottig? Nein! Alter, ich hab schon gesagt, hier kann man sehr viele Sachen machen. Sogar stimmlich kann man sehr viele. Also, ich klinge ja auch gut hier über dieses Teil. Also, mehr oder weniger gut. Ich will jetzt nicht über. Aber man kann alles nice klingen lassen hier. So, hättet ihr lieber. Das machen wir jetzt mal so. Und nochmal.
Wollt ihr lieber in der Strophe diese Gitarre? In dieser Community, man nennt sie Wut. Oder hättet ihr Leute gerne Unfug, das tut der Seele gut. Es wird geschrien, geflucht und auch gelacht. Doch man hat die Gneisenlutscher einfach nicht. Ich glaube, die ist besser, oder? Satt. Ich finde die besser. Ich glaube auch was. Erste, ne? Erste, genau. Danke. Wir sind eins. Oder sowas. Manchmal wird es etwas salzig während unseres Streams. Das passiert aber in den meisten Teams. Ja, geil. Manchmal wird es etwas salzig während unseren Streams. Geil. In dieser Community. Also hier. Einfach niemals satt. Manchmal wird es etwas salzig während unseres Streams. Das passiert aber den meisten. Ah, shit. Nein, das geht. Salzig während unseres Streams. Das passiert aber meistens. Während unseres Streams. Leider. Das passiert aber jetzt leider in den meisten. Das passiert aber. Das passiert in. Da muss man noch ein bisschen was einfügen, oder? Salzig während unseres Streams. Das passiert aber leider in den meisten Teams. Oder sowas? Während unseres Streams. Das passiert nun mal den meisten und den besten Teams. Oder sowas. Passiert aber leider in den meisten Teams. Ich hätte was cool von, wenn, wenn man irgendwie sowas singen würde, wie das kommt sogar, das kommt sogar in den besten Teams vor. Das passiert sogar. Aber manchmal wird es etwas salzig während unseres Streams. Das passiert aber nun leider auch den besten Teams. Oder sowas? Das passiert sogar den geilsten Teams. Manchmal wird es etwas salzig während unseres Streams. Das passiert aber den besten. Das passiert nun aber leider auch den besten Teams. Sowas? Das passiert aber nun leider auch den besten Teams. Sowas? Anscheinend wurden wir Frauen vorgeschlagen, Background-Gesang zu machen. Ja. Ich höre nur mit einem halben Ohr zu. Also, vorgeschlagen, Sue. Kannst du. Ja, live lieber nicht. Ja, es geht ja um eine Aufnahme. Guck. In dieser Community, man nennt sie da ist ja der Gesang. Und ich habe da noch so eine zweite und dritte Stimme drauf gesungen. Die hört man. Es wird geschrien, geflucht und jetzt auch gelacht. Doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. Das. Man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. Oder? Das nicht. Doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. Auch gelacht. Doch man hat die Gneisenlutscher einfach Maus, sorry. Niemals satt. Sie nennen dich alles Su. Es tut mir leid. Maus. Auch gelacht. Doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. Ist doch geil. Das passiert nun mal leider den meisten. Das passiert. Das ist manchmal salzig während unseres Streams. Das passiert aber nun leider auch den besten Teams. Irgendwie sowas, okay? Das wäre geil. Maus, oh ja. Das ist meine Maus. Alter, kannst du mir das mal befassen? Ja, bitte. Krass. Ich bräuchte das auch. Wenn irgendjemand mal, ich müsste das auch haben. Das wäre sehr cool. So. In dieser Community, Backing. Nennt sie Wu, machen die Leute nur Unfug. Vocals 1. Es wird geschrien, Backing. Vocals 2. So was. Doch man hat die Gneisenlutscher. Doof ist, wenn du den Hund dann Maus nennst. Ist mir voll. Okay. Das ist auch, ja. Das ist auch blöd. Doof ist, wenn du den Hund zum Beispiel Jona nennst, das ist auch manchmal blöd. Das ist auch schon mal vorgekommen. Ja.
glaube ich, ist auch ganz okay bis jetzt, oder? Kann man, da kann man, damit kann man arbeiten. Danke! Es wird geschrien, geflucht und auch gelacht, doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. Okay, also das wäre dann der erste Teil, der erste Strophe. Ich glaube, wir hängen dann noch ein zweites Teil ran. Das klingt jetzt auch ein bisschen komisch. Ein zweites Teil dran und dann wäre es auch irgendwie Zeit für ein Refrain oder sowas. Wäre auch cool. Das ist ja jetzt erst Strophe. Shitty, bekomme ich so ein Shirt, wie du anhast? Vielleicht, Andy. Vielleicht. Alter. Bei dir steht hier nicht Arctos, sondern Shitty. Das hätte ich machen sollen. Scheiße. Das wäre noch geiler gewesen. Ich hätte dir ein Shitty-Shirt. Du wärst der erste und einzige Mensch auf dieser Welt, der ein Shitty-T-Shirt bekommen würde. Dürfen wir dich auch Maus nennen. Ehrlich jetzt? Okay, dann, scheiße, das gefällt mir. Man soll sich nicht selbst loben, aber es ist ja nicht meine, auf meinem Mist gewachsen, sondern auf eurem. Ah, das ist geil, oder? In dieser Community, man nennt sie Wu, machen die so Leute nur Unfug, es tut der Seele gut. Es wird geschrien, geflucht und auch gelacht, doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. So was können wir noch machen. Das passt wahrscheinlich nicht von der Tonart, oder? Nee, passt nicht. Sorry. Oh. Oh, scheiße, ich werde es die ganze Nacht im Kopf haben. Danke, Leute. Schön auf deinem Mist. Wir waren nur die... Der Nesseljaucher, also der Dünger quasi. Nein, ihr habt schon mehr gemacht als das. Solche Sachen funktionieren nur, wenn die richtige... Ja, keine Ahnung. Warum soll ich das kritisieren? Das ist eine Zusammenarbeit zwischen euch und mir. Sowas kritisiere ich nicht, das ist doch gut. Ihr gebt mir den Input, der mir fehlt. Vor allem den Text. Bei Texten bin ich so schlecht und ihr macht das gerade so geil. Dann macht das so Spaß, dann kann das alles nur gut werden. Ich darf es nicht zu oft... was? Tobi? Was ist Gneis? Der Nico ist nicht da. Wir bräuchten den Nico. Der Nico kann dir das erklären, was Gneis ist. So gehört deine Decke dir nach. Oh. Danke, Maxi. Ich bin sehr, sehr froh, wenn dir das ein bisschen geholfen hat. Also kannst gerne immer wieder in diesen Streams dabei sein. Geil ist. Alles, was geil ist, ist Gneis. Das stimmt. Aber das musst du Nico fragen. Nico ist der Experte, wenn es um die Erklärung von Gneis geht. Der kann dir ganz genau sagen, was Gneis ist. Wir können dir nur sagen, dass Gneis cool ist. Also wie nice halt, aber Gneis, also. Gneis ist ein nicer Gneis, wenn man das so sagen kann. Gneis, Gneiser am Gneisesten, genau. Damit hätten wir auch den Superlativ. Wieso soll ich da einen Schweizer fragen? Ja, Schweizer haben es halt, also Gneis ist, oh mein Gott, sagen wir das jetzt wirklich so? Gneis ist eine Gesteinsformation oder eine Steinart. Und Schweizer kennen sich da halt besser aus. Die haben halt auch so Berge und so und dann, ne? Gneis ein Stein. Ah, da kommt der Lehrer. Ne, vorhin mir hier mit dem Lehrer und da geht's. Also, nochmal. Gneise entstehen durch Metamorphose, das heißt Umwandlung von Gestein unter hohem Druck und bei hohen Temperaturen. Das Ausgangsmaterial wird von vielen Gesteinsschichten überlagert. An die Oberfläche kommt Gneis folglich nur dann, wenn entweder das überliegende Material erodiert ist oder ehemals tiefliegende Schichten durch Tektonik an die Oberfläche gehoben wurden. Also, so. Wisst ihr Bescheid, was das ist? Gneis. Und weil es Gneis, diese Steinsorte, auch im Spiel Eco gibt, was du ja auch mitgespielt hast, ne? Also, müsstest du das ja sowieso wissen. Alter, wo ist der Nico, wenn man den braucht?
Ganz viel Liebe auf dem Weg zu dir, Maxine. Ja, ich war seit 3 Wochen nicht mehr am PC. Ich versuche mal wieder öfter dran zu sitzen. Aber wie bereits im Discord gesagt, die Motivation fehlt. Ja, die kommt wieder. Die kommt wieder. Und wenn wir dir helfen können, du bist gerne bei uns willkommen. Im Discord und überall. Also gar kein Problem. Oh, es ist so shitty heiß. Hallo, Chono1, danke für den Follow. Hi, servus. Chono1, wie kommst du hier hin? Da kommen mir ja fast die Fragen. Warum? Ja klar, sag mal. Auf jeden Fall. Also hier, bei Whoop sind die Leute immer willkommen. Und ich gebe auch mein Bestes, du kennst mich schon. Ah, von Icy. Cool. Richtig cool. Danke, dass du eingeschaltet hast und reingeschaut hast. Richtig cool. Du hattest noch, ja, du hast noch 15 Minuten. Cool. Heute ist der Stream, ich erkläre es dir dann auch noch schnell, heute ist der Stream ein bisschen anders als sonst. Normalerweise mache ich einfach irgendwie so Musik, ich improvisiere ein bisschen was oder singe auch Songs, die ich dann einstudiert habe. Letztes Mal wurde aber vorgeschlagen, einen Community-Song für Whoop zu schreiben. Und das haben wir dann heute gemacht. Und ich habe mir halt gedacht, einen Community-Song schreibt man am besten mit der Community. Das heißt, wir haben am Anfang fest... Stimme aus Gold, Alter, nein. Wir haben zusammen den Song geschrieben. Das heißt, ich habe sie gefragt, welchen Stil würdet ihr gerne haben? Etwas poppiger oder rockiger oder Jazz, Funk, was auch immer. Die haben sich dann für rockig entschieden mit Gitarren und so. Dann haben wir, habe ich ein bisschen was zusammengeklimmert. Beats bauen kann ich, das ist das Einzige. Beats bauen ist auch cool. Bist du, womit baust du Beats? Hast du ein Programm? Oder beziehungsweise mit welchem Programm machst du es? Mit einer normalen DAW? So wie jetzt ich hier mit Cubase oder Logic oder wie auch immer? Oder hast du auch eine gewisse Hardware? Es gibt ja von Native Instruments zum Beispiel auch Machine mit diesen Pads und so. Ah, Fell Studios, okay. Cool. Richtig cool. Ich zeige dir dann einfach mal, was ich zusammen mit der Community aufgenommen habe. Also ich habe ein bisschen Gitarre eingespielt und Drums und so weiter. Es gab noch den Wunsch, dass auch Orgel mit drin ist. Und ich habe auch den ersten Teil der ersten Strophe aufgenommen vom Text. Der Text, der kommt komplett aus der Community. Und ich hoffe, es gefällt dir. Viel Spaß. Ich mach's lauter. Viel zu teuer, ja. Ja, ich weiß. Ist es. Machen die Leute nur Unfug, das tut der Seele gut. Es wird geschrien, geflucht und auch gelacht. Doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. So, das war jetzt eigentlich das, was wir bis jetzt haben. Ein Glock. Wie wär's mit einer Kuhglocke oder sowas? Haben wir sowas? Nein, ich hab keine Cowbell, oder? Ich hab keine Cowbell. Schade, das wäre geil gewesen, eine Kuhglocke. Ja, die Stimme könnte lauter sein, das wird jetzt hier viel zu langweilig, wenn ich das mache. Ich muss da noch ein bisschen mit Effekten und so arbeiten, mit Kompressoren, dass ich die etwas in den Vordergrund bekomme, beziehungsweise die anderen Sachen etwas zurückschrauben, dass man die nicht ganz so gut hört, wie zum Beispiel hier. Die Gitarren können wir um 4 Dezibel reduzieren. Zum Beispiel Orgel machen wir minus 11. Drums ziehen wir auch noch ein bisschen runter. Dann kommen die etwas in den Vordergrund. In dieser Community, man nennt sie Whoop, machen die Leute nur Unfug, das tut der Seele gut. Es wird geschrien, geflucht und auch gelacht. Doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. So, besser?
Maxine, ich kann das sehr gut verstehen. Das ist, leider ist es absolut zur Normalität geworden, dass Leute sehr, sehr lange nicht ihr wahres Gesicht zeigen und dann irgendwann einen fallen lassen. Aber das Wichtigste ist, dass noch Leute übrig bleiben. Wenn du sagst, du hast nur noch zwei, okay, dann weißt du, was du an denen hast und das reicht dann auch. Ich habe auch gelernt, immer mit immer weniger Leuten im Leben auszukommen. Aber wie gesagt, in so einer Community wie hier kann man sich ein bisschen Halt besorgen. Da ist immer irgendjemand da, mit dem man irgendwas machen kann und das hilft. Genau, either route. Da bin ich voll auf voll Sunas Meinung, auf jeden Fall. Kann ich glaube ich noch viel mehr als Community Bekanntschaften rausschlagen, wenn ich nicht. Ja, das stimmt. Aber das muss man ja auch nicht von heute auf morgen machen. Man kann das ja auch langsam aufbauen. Man muss nicht sofort 100% Vertrauen in einen haben. Und es ist auch besser, nicht jedem 100% zu vertrauen. Zumindest anfangs. Aber zurückziehen ist eigentlich immer die schlechte Alternative. Aber ich weiß, es ist einfacher gesagt als getan. Es ist ein Gneiser Wuchsmann, würde ich mir sagen. Danke, Kat. Ich hoffe, es wird ein Gneiser. Ja, Andy. Mit den Stimmen. Ich habe die anderen jetzt ein bisschen runtergedreht, alles. Jetzt klingt es besser, oder? Es klingt ein bisschen nach Pur oder sowas. Oder? In dieser Community, man nennt sie Whoop, machen die Leute nur Unfug, das tut der Seele gut. Es wird geschrien, geflucht und auch gelacht, doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. Ja, viel besser, oder? Ja. Also das Problem ist halt, die Instrumente waren alle insgesamt zu laut. Es ist immer besser beim Aufnehmen, die Sachen runterzudrehen und nachher im Mastering, also Mastering ist eigentlich, wenn das komplette Lied fertig ist, dann werden diese ganzen Spuren zusammengepresst auf eine normale Stereospur und dann kann man diese nochmal bearbeiten. Das heißt, dann werden noch die Höhen, also die hohen Töne werden etwas angehoben, dass es klarer, brillanter klingt. Man kann Bässe und so weiter etwas anheben und halt insgesamt die Lautstärke des Stücks, prinzipiell wird das dann immer so weit hochgedreht, wie es sein soll. Es gab auch irgendwann mal die Tricks, dass Kompression, also es wurde ein Kompressor drauf gemacht. Ein Kompressor heißt nichts anderes als, ihr seht ja hier diese Wellenformen, die manchmal sehr hoch ausschlagen und manchmal weniger. Hier sieht man es auch sehr gut. Das heißt, je höher die ausschlagen, je lauter ist ein Sound, wie hier ein Ton, und je weniger, je leiser sind die. Kompressoren drücken das alles zusammen. Das heißt, leisere Töne werden lauter und lautere Töne werden leiser gemacht, sodass das alles etwas identischer klingt. Das Problem ist, ich habe euch vorhin den Trick gezeigt mit den Gitarren, dass man die so links und rechts drehen kann. Hier, ne, dass man die auf dem linken und rechten Ohr hört. Ne, also, Moment, nochmal hier. Also eine links und eine rechts, um das Ganze breiter zu machen. Kompression macht das leider ein bisschen kaputt. Das heißt, je mehr man ein Lied nachher komprimiert, je lauter kann man es machen, weil man einfach das Gesamte sehr viel lauter drehen kann, aber man verliert diese Räumlichkeit. Das ist ein bisschen blöd. Wie bei unseren Mikros beim Stream, da hat man ja auch diese Möglichkeit. Ja, bei Mikros beim Stream hat man auch. Also im Prinzip wird vor allem bei Stimme sehr oft und sehr gerne Kompression benutzt, weil man halt öfters mal lauter redet, manchmal leiser redet. Und Kompression hilft halt, dass man eine gewisse Lautstärke halten kann mit der Stimme, ohne dass es zu laut oder zu leise wird. Das kann man auch da machen, klar. Aber es gibt auch so viele verschiedene Möglichkeiten der Kompression. Man kann zum Beispiel auch nur die lauten Töne komprimieren, dass man zum Beispiel alles, was ab einer gewissen Lautstärke ist, einfach runterregelt, dass die extrem lauten Töne einfach weggenommen werden und so weiter. Oh ja, wenn nur ein Teil genommen wird, sind wir schon gut dabei. Habt ihr schon eine Datei zusammengestellt? Der Chat läuft ja schon über mit dem Text. Ich hoffe, ihr habt alles gesammelt, was ihr gefunden habt. Und dass man vielleicht noch mehr hinzufügen kann, das wäre richtig, richtig nice.
Ja, auf jeden Fall, damit kann man schon arbeiten. Ich werde mich da jetzt ein bisschen amüsieren damit. Ich habe jetzt Gitarren und Bass alles relativ schnell aufgenommen. Ich glaube, Bass muss ich nochmal neu aufnehmen, wenn ich Zeit dafür habe. Das ist die Sache. Ich habe jetzt gleich, ich fahre jetzt gleich wieder in Urlaub. Das heißt, dann habe ich wieder weniger Zeit und dann nachher ruft die Arbeit auch wieder. Dann ist mein Vaterschaftsurlaub vorbei. Das heißt, ich arbeite auch wieder. Dann habe ich auch noch weniger Zeit. Ich hoffe allerdings, dass ich schaffen könnte, dass ich alles einbaue. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so, also dieses Lied jetzt nochmal im Stream machen werde, weil ich glaube trotzdem, dass das dann zu lang vielleicht dann zu langweilig wird, oder? Ich hoffe, es hat euch gefallen, jetzt so mal zu sehen, auch wie man das macht, wie man ein Lied aufnimmt. Ich bin jetzt nicht zu tief darin eingetaucht, das ist relativ oberflächlich, aber das Problem ist jetzt, am Anfang war es halt vielleicht noch interessanter, weil man Sachen aufnehmen konnte. Jetzt wird es wahrscheinlich trotzdem langweiliger. Man kann die Stimmen aufnehmen, das ist okay, aber die Basis muss stehen. Also was man vielleicht machen könnte, ist, dass ich die Musik weiter vorbereite, auch ein Refrain und so weiter, und dann halt im Stream nur den Gesang aufnehme. Das könnte man vielleicht machen. Alles zusammen, glaube ich, wäre dann vielleicht ein bisschen zu viel, weil ich muss dann auch relativ viel basteln. Ich habe das jetzt zum Teil schon gemacht, wie zum Beispiel die Stimmen Hall draufsetzen und Kompression draufsetzen und so weiter. Das sind Sachen, das ist sehr viel ausprobieren. Also für mich ist es sehr viel ausprobieren, weil ich da trotzdem kein Profi drin bin. Das heißt, ich mache es halt nach Gehör. Ein ausgebildeter Tontechniker oder jemand, der sich sehr, sehr viel damit beschäftigt, auch mit den einzelnen Effekten, der kann das einfach der weiß mit den Frequenzen, was und wo und wie er was verändern kann, das kann ich nicht. Das heißt, ich mache es aufs Gehör, so wie ich finde, dass es gut klingt, was nicht immer die beste Art und Weise ist, aber so machen wir das. Das heißt, das sind Sachen, die werden lange dauern und ja, ich glaube, das ist dann nichts. Also, weil wird dann wahrscheinlich zu langweilig trotzdem. Aber wir können, das mit dem Gesang könnten wir vielleicht nochmal so machen. Wenn es euch interessiert, vielleicht nochmal so einen Stream in der Art zu machen, wo wir einfach sagen, okay, wir nehmen irgendwas zusammen auf. Oder ihr gebt mir, ich habe ja mit der Loopstation Sachen so gemacht, das kann man auch hier. Habt ihr auch vorhin gesehen. Dann könnte man das ja natürlich auch nochmal so machen. Mit eigenen Songs, die man dann vielleicht so schreiben kann. Es scheint ja, dass ihr relativ textsicher seid und sehr gute Texte schreiben könnt. Danke, Ron. Es freut mich, dass ihr was gelernt habt. Ich wusste halt nicht, ob das jemanden interessieren könnte oder nicht. Und das Thema kann noch sehr, sehr, sehr viel komplexer werden als das jetzt. Also sehr interessant wird es zum Beispiel, wenn man zum Beispiel Schlagzeug aufnimmt, das ist richtig krass kompliziert, weil man jedes einzelne Teil des Schlagzeugs mit einem Mikrofon versehen muss und das dann aufnehmen und das ist richtig krass. Das kann ich allerdings nicht. Ich bin, wie gesagt, kein Tontechniker und habe auch keine echten Drums hier. Aber man kann da noch sehr viel tiefer eintauchen. Also das ist jetzt an der Oberfläche gekratzt. Ich hätte euch vielleicht noch zeigen können, wie man Töne also beim Gesang zum Beispiel noch Töne angleichen kann, wenn ein Ton nicht getroffen wurde, dass man den etwas höher oder tiefer macht. Das sind alles Möglichkeiten, also Sachen, die man so machen kann. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, wenn ihr sagt, okay, das könnte Stream-Material sein, dass man vielleicht nochmal ein oder zwei solche Streams macht, einfach mit irgendwelchen Songs. Ich würde es cool finden, wenn man einen Stream in der Art machen kann, einfach sagt, okay, ihr sagt mir, keine Ahnung, wie jetzt hier, welchen Stil Musik wollt ihr hören, welche Instrumente wollt ihr drin haben und dann bauen wir was zusammen. Im Stream wäre cool, aber das wird dann trotzdem noch viel oberflächlicher sein, auf jeden Fall. Aber ich fand's cool, ich hab's genossen, es war richtig cool, mit euch allen zusammen einen Song zu schreiben. Das wird ein doch größeres Ding, als ich noch gedacht hätte, jetzt mit diesen 300.000 verschiedenen Textzeilen, die wir schon haben. Finde ich richtig, richtig cool.
Also ich habe gehofft, dass so viele Leute mitmachen. Hätte allerdings nicht gedacht, dass es dann doch so viele sind, die es machen. Finde ich richtig cool und dass es euch interessiert hat, finde ich auch geil. Wann ist der nächste Stream? Ja, normalerweise mache ich die Musikstreams alle 2 Wochen, weil es trotzdem viel, was man so vielleicht nicht merkt, aber es ist unheimlich viel Arbeit, die Sachen vorzubereiten, auch die Songs. Manche fragen sich vielleicht, okay, ich mache immer nur 2 oder 3 Songs in einem Stream. Ich bin kein Covermusiker, das heißt, ich muss viel proben, um so ein Lied zusammen zu basteln und dann auch das Ganze mit der Loopstation hinzubekommen und zu proben und was weiß nicht, ich nicht alles. Das ist relativ viel Arbeit, das heißt, öfter als alle 2 Wochen schaffe ich nicht. Genau, bitte ich mit dir, ich bin keine Jukebox. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt 2 beziehungsweise vielleicht sogar 3 Wochen nicht mich so blicken lassen, weil ich nochmal im Ausland bin, im Urlaub. Das heißt, da werde ich dann wahrscheinlich nicht streamen und nachher muss ich halt schauen mit der Arbeit, ob das alles so klappt. Mit Arbeit und Kind und Familie wird es dann doch wieder schwieriger. Ich habe halt davon profitiert, dass ich den Vaterschaftsurlaub habe. Gibt es halt den aktuellen Sendeplan? Oh, ja, es kann vielleicht sein, dass hier noch der alte... Alter! Ja, das geht schon. Übrigens haben wir irgendwann, keine Ahnung, als wir gestern oder vorgestern Overwatch gezockt haben, war ein Arsen mit im Spiel drin. Ich habe aber nichts gesagt. Ja, auf jeden Fall. Es wird schon alles. Ja, mal schauen. Wie gesagt, ist relativ viel Arbeit. Das hier jetzt weniger, weil ich das mit euch zusammen machen kann. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ich das öfters machen könnte. Aber ich weiß halt nicht, ob das jeden freut. Ja, ich glaube, wir müssen Stream Elements noch anpassen. Das ist noch der alte Link, glaube ich, zur alten Webseite, oder? Egal. Wir passen das an. Gar kein Problem. Auf jeden Fall Discord trotzdem manchmal reingucken. Oder auch auf der Internetseite, da, danke, danke Chef, dann, das finden wir dann. Der Chef ist da, der Pre ist da, hast du das Lied gehört? Hast du es gehört? Was wir zusammen gebastelt haben, die Community und ich, vor allem die Community, mit richtig gneißen Texten. Hast du es gehört? Es kommt nichts, er schreibt nichts. Er muss wahrscheinlich Nein sagen. Sonst könnte ich dir nochmal zeigen. Ansonsten mache ich ab Moderation. Ich habe leider noch gekocht. Ach so, vor Wut. Sollen wir dem Pre noch zeigen? Unserem Oberwoop. Let's sing together with Arctos and a Woop Wolf. Ja, genau. Mach Play bitte, okay. Also das Intro und der erste Teil der Strophe des Woop Community Songs. Los geht's. Community, man nennt sie Woop, machen die Leute nur Unfug, das tut der Seele gut. Es wird geschrien, geflucht und auch gelacht, doch man hat die Gneisenlutscher einfach niemals satt. Ja, das ist unser Woop, der Anfang unseres Woop-Songs. Und den gleichen neuen Sendeplan haben wir jetzt da. Richtig nice. Ja, mit unserer Hintergrundmusik. Ich muss unbedingt daran denken, dass ich das Teil abspeichere, weil sonst haben wir ein Problem, dann ist alles weg. Das wäre nicht so toll. Was heißt hier hauptsächlich die Community? Du hast, ja, ich habe die Instrumente gespielt, das stimmt, aber das Wichtige ist immer der Text. Das kann ich nicht. Und das war richtig geil. Und ihr habt ausgewählt, welchen Stil ihr wolltet, das Rockig haben, das haben wir gemacht. Ihr habt die Instrumente zum Teil ausgewählt. Wir können da auch noch gucken, ob wir das ein oder andere Instrument noch einfügen können. Tobi wollte gerne eine Glocke haben. Ich denke, eine Kuhglocke, das können wir einfügen, das ist kein Problem. Und vielleicht noch andere Sachen. Und es fehlt ja noch der Refrain, vielleicht ein kleines Solo. Mal schauen. Da werde ich, wenn ich Zeit habe, noch ein bisschen daran arbeiten. Missing Text sollte schon produziert
worden sein. Massig Text, ja, 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 massig Text auf jeden Fall. Wenn ich den Text, den Chat so durchgelesen habe, ist, wir können ein Lied machen, das eine Stunde dauert oder so. Das bekommen wir auf jeden Fall hin. Gut, das war's dann für heute. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die da waren. Es war richtig, richtig nice. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hoffe euch auch. Die meisten sagen ja, es wäre wirklich cool gewesen. Vielleicht machen wir nochmal sowas Ähnliches. Wie gesagt, wir können auch noch einen Stream machen, wo wir nur den Gesang aufnehmen, wenn ich den Rest des Liedes fertig habe. Aber habt bitte ein bisschen Geduld. Es wird ein bisschen dauern, bis ich da noch weiter daran arbeiten kann. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Es war richtig kreativ. Es war richtig geil. Merci, Mayong. Ich wünsche euch allen einen super, super tollen, super geilen Abend. Und ja, Bärchen Wille, Drehorgel und Harfe. Was? Alter, ihr seid nicht normal. Okay, vielen, vielen Dank. Es war richtig nice. Und wie immer zum Abschied, Kartoffel, Pommes.